Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit dem Open-Close-Principle beschäftigen. Und dazu schauen wir uns gleich mal die Definition des Open-Close-Principle an. Die besagt nämlich, Softwarekomponenten, Klassen, Funktionen etc. sollten offen sein für Erweiterungen, aber geschlossen für Veränderungen. Neue Funktionalität bzw. neues Verhalten kann zu späteren Zeitpunkten hinzugefügt werden, ohne dabei den bestehenden Source-Code verändern zu müssen. Und dieses Beispiel haben wir eigentlich schon mal in Übung 4 gesehen. Da ging es ja darum, dass wir die Initialarbeiten für den Shop zur vergoldeten Rose machen sollen. Und wir haben hier eben diese Programmstruktur gehabt, dass wir uns verschiedene Artikel erstellen und dann möchten wir eben diese Artikelqualität einmal updaten. Und wir sehen hier eben diese aktualisiere Artikelqualität Funktion ist unglaublich lang. Wir haben hier eine Vorschleife als äußerste Schachtelung und innerhalb dieser Vorschleife haben wir eben verschiedene if-else-Konstrukte, die eben hier je nach Name des Artikels direkt weitergehen und dann versuchen eben die entsprechenden Qualitätswert richtig anzupassen. Und wir sehen eben, diese Methode erstreckt sich über, wenn wir mal ganz kurz hingucken, über ungefähr 75 Zeilen. Und wenn man eben eine normale Bildschirmgröße hat, dann fällt eben auf, dass die tiefe Schachtelung, die wir hier haben, behindert beim Lesen und auch einfach die Länge, was hier alles in dieser Methode passiert, ist vollkommen unangebracht, um sozusagen schnell zu verstehen, wie diese Methode funktioniert. Mein Punkt ist jetzt eben, diese aktualisiere Artikelqualität Methode, die wir jetzt hier sehen, die ist nicht nach dem OCP, also dem Open Close Principle, gestaltet. Der Punkt ist, wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue Artikelkategorie hinzubekommen, die eben die Qualität nach ganz anderen Kriterien sozusagen aktualisiert, dann haben wir bei unserer jetzigen Programmstruktur nur die Möglichkeit, dass wir diese Methode direkt anfassen und dann hier eventuell eben ein neues if hinzufügen, wenn Artikel eben so und so heißt. Gleich foo, dann müssen wir eben was Besonderes hier machen, was auch immer, was wir hier machen. Das ist ein Verstoß gegen das Open-Closed-Principle. Nebenbei ist das natürlich auch noch ein Beispiel für einen Verstoß gegen das Single-Responsibility-Principle. Denn wir haben hier definitiv allein in dieser Methode mehrere Möglichkeiten, wie sich die Klasse ändern kann. Also je nachdem, welche Implementierung hier für diesen Artikel eben genutzt wird, wenn wir jetzt eben sagen sollen, wenn wir einen Standardartikel haben, der soll jetzt plötzlich nicht mehr die Qualität minus 1 haben, sondern minus 2, dann müssen wir eben direkt in diese Methode hier rein und das anfassen. Und wir sehen hier einfach, es gibt viele Beispiele, wie sich diese Artikelqualität ändern kann. Ja, der Punkt ist jetzt, wie kriegen wir das weg? Und das, die Lösung dazu haben wir eben eigentlich auch schon gemacht. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir uns hier mit der Musterlösung in Anführungszeichen uns beschäftigen und uns jetzt eben diese aktualisiere Artikelqualität Methode anschauen? Die ist zusammengeschrumpft auf eine For-Each-Schleife, in der wir für jeden Artikel aktualisiere Artikelqualität aufrufen. Und der Punkt, den wir hier jetzt haben, ist, auch das möchte ich bitte kurz nochmal anzeigen. Also in der Ursprungsfunktion hatten wir diese sehr lange Funktion mit diesen total wilden Schachtelungen hier, die jetzt, ich zeichne das bloß mal ungefähr so an, wie das geschachtelt war. Und das war eben sehr, sehr schwierig zu verstehen. Ja, wie haben wir das geändert? Die neue Version, die schaut jetzt eben so aus, dass wir eigentlich eine sehr knappe Funktion haben. Wir bekommen eben weiterhin als Parameter die Artikel,
Aber was wir jetzt hier haben ist, wir sprechen jeden Artikel über eine Abstraktion an. Also Abstraktion.toEtwas. Genau das rufen wir jetzt hier auf. Ich schreibe es nochmal ordentlich hier rein. Das heißt natürlich, wir haben irgendwie ein Interface bzw. eine abstrakte Basisklasse, mehr oder weniger in diesem Beispiel eben, die jetzt eben als Abstraktion möglich ist. Und von dieser Abstraktion leiten wiederum verschiedene andere Klassen ab, die jetzt eben auf unterschiedliche Weise, in diesem Beispiel eben die Qualität und die Haltbarkeit eines Artikels aktualisieren. Das heißt, diese neue Version ist nach dem OCP-Prinzip strukturiert. Warum? Es ist jetzt nämlich möglich für den, wenn wir beispielsweise unseren Code weitergeben, dass er einfach eine neue Klasse zu dieser Abstraktion baut, die er eben jetzt selbst geschrieben hat. Also die hier sind von uns. Und dann geben wir den Code, sogar kompiliert können wir den weitergeben. Der hat eigentlich nicht mal Zugriff auf unseren Source Code. Der sieht eben bloß, welche Typen sind bei uns enthalten. Und hier schreibt eben jetzt Y eine neue Artikelimplementierung zu dieser Abstraktion und fügt sie dann einfach zu den Artikeln, zur Liste aller Artikel hinzu und ruft dann einfach hier auf unsere aktualisiere Qualität Funktion eben, gibt er jetzt eine Liste mit Artikeln, wo eben auch Y enthalten ist. Und wenn dann eben auf eine Abstraktion to etwas aufgerufen wird, dann landen wir eben in der jeweiligen Implementierung der konkreten Klasse. Also entweder hier, in dieser oder in dieser hier oder in dieser hier oder eben auch in der, die er selbst geschrieben hat. Also es ist sozusagen über diese Abstraktion für neue Mitarbeiter oder für uns auch später möglich, das Verhalten der Applikation zu ändern in bestimmten Situationen, ohne, und das ist wichtig, dass wir diesen Code hier anfassen müssen. Diese Funktion merkt davon rein gar nichts. Wenn wir wieder zurückgehen, dann haben wir letztendlich hier immer noch diese For-Each-Schleife drin, wo eben auf Artikel.aktualisiere Qualität aufgerufen wird. Und mehr ist es nicht. Was wir also gemacht haben, ist hier diese feste Struktur ersetzt haben durch, das ist wichtig, polymorphe Aufrufe. Denn genau das haben wir gemacht. Wir programmieren eben gegen eine Abstraktion und rufen dort eine Methode auf. Und je nachdem, welches konkrete Objekt zum jeweiligen Zeitpunkt hinter dieser Abstraktion steckt, wird eine andere Funktionalität aufgerufen. Und das ist einfach Polymorphie. Wenn wir jetzt nochmal zurück in diesen Code gehen und das wirklich nochmal vergleichen, ich setze jetzt hier mal den Solution Explorer weg und setze das an die linke Seite. Wenn wir das OCP anwenden, dann sehen wir hier eben, dass wir hier eine riesige If-Else-Struktur haben. Und der Punkt ist, diese riesige If-Else-Struktur können wir durch polymorphe Aufrufe komplett eliminieren. Das ist einfach der Punkt des OCPs, wo man am deutlichsten sieht, dass es eingesetzt wurde, wenn wir riesige If-Else- oder Switch-Statements durch polymorphe Aufrufe ersetzen können, dann sind wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit beim OCP gelandet. Und letztendlich ist es ja nichts anderes, was hier passiert ist. Ja, wir haben ja dann eben, wenn wir uns diese Klasse Artikel nochmal anschauen, hier sind eben ein paar Sachen drauf. Also es ist meines Erachtens keine reine Abstraktion, aber das Wichtige ist eben, dass hier diese aktualisiere Qualität Funktion mit dabei ist. Und wir haben hier jetzt eben die Möglichkeit in verschiedenen Subklassen, also wir haben hier den Standardartikel,
der eben hier die Aktualität, die Qualität und die Haltbarkeit so aktualisiert. Wir haben hier den legendären Artikel, der sich eben überhaupt nicht aktualisieren muss. Wir haben den besser werdenden Artikel und so weiter. Hier sehen wir eben, dass diese Klassen sehr, sehr klein sind und eben auch dem SRP entsprechen, also dem Single Responsibility Principle. Noch nicht ganz, ehrlich gesagt, also ganz rein ist das noch nicht, aber das werden wir eben zur Lösung zu Übung 12, glaube ich, sehen, wenn wir das Ganze nochmal umstrukturieren, dass wir dann besser dem SRP entsprechen. Der Punkt ist aber, wir haben jetzt mehr Klassen als vorher. Also wir haben hier tatsächlich bloß eine Klasse gehabt, in dem sämtliche Logik drin war. Und hier sehen wir eben, wir haben verschiedene Artikel, die eben auch noch unterschiedliche Sachen machen. Und wir sehen eben, dass diese jeweiligen Klassen eben sehr klein sind und genau eine Einheit oder genau ein Teilproblem eben versuchen zu lösen. Also nicht wirklich genau ein Teilproblem, aber es ist schon mal deutlich besser als hier auf der linken Seite, wo wir eben wirklich alles in einer Klasse haben und weder nach SRP noch nach DIP noch nach OCP vorgehen. Also wir sehen auch, wenn wir versuchen, diese Solid Principles einzusetzen, das sind keine abgetrennten Prinzipien, sondern die interagieren miteinander. Wenn ich versuche, das OCP umzusetzen, lande ich sehr wahrscheinlich auch beim SRP und beim Dependency Inversion Principle, weil ich eben eine Abstraktion einsetzen muss, damit ich für das OCP eben hier die Polymorphie hinbekomme, diese polymorphen Aufrufe. Damit bin ich jetzt auch am Ende dieses Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald!